Hallo. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Und dir? Sehr gut. Wunderschön. Dankeschön. Alles ist gut. Also, wissen Sie, wer ich bin und warum habe ich Sie angerufen? Nein, weiß ich nicht. Wer bist du denn? Nein, aber ich heiße Hans Schnitt. Ich bin ein Kontoberater. Du heißt Hans? Wenn du Hans bist, dann bin ich Adolf Hitler. Wie bitte? Wenn du Hans bist, ja? Hör mal zu. Wenn du Hans bist, dann bin ich Adolf Hitler. Warum? Du bist doch kein Hans. Such dir einen besseren Namen aus. Das glaubt dir doch keiner. Ach so, vielen Dank. Dankeschön. Also, bin Hans. Ich bin Ihr Kontoberater. Ja. Warum lachen Sie? Du bist Hans, also. Kannst du deinen Nachnamen buchstabieren, bitte? Hans Schnitt. Schnitt? Schnitt, ja, genau. Schlitt oder Schnitt? Schnitt, Schnitt. Ach, Schmidt. Du meinst doch Schmidt, oder? Ja, Schnitt. Schmidt. Ja, genau. Ja, also Herr Schmidt, was wollen Sie mir erzählen? Also, ich bin Ihr Kontoberater. Ich habe Sie angerufen. Du bist ein Kontoberater? Ja. Wow. Und schön, ich habe Sie angerufen. Mit so jemanden wie bitte? Also, das freut mich, dass ich die Möglichkeit habe, mit jemandem zu sprechen, der ein Experte ist. Bist du wirklich ein Experte? Nein. Moment, ich werde alles erklären, ja? Ich habe Sie angerufen, um Sie zu helfen, diese Konto zu aktivieren, ja? Sie haben erfolgreich ein Konto hingelegt. Also auf unserer Plattform, Sie haben ein Konto hingelegt, aber noch nicht aktiviert. Darum habe ich Sie angerufen, um Sie zu helfen, dieses Konto aktiv zu machen. Ach so, verstehe ich. Ach so, okay. Sind Sie bereit, das jetzt machen? Ja, natürlich. Ich bin immer bereit. Okay. Was für ein... Wie bitte? Na, alles gut. Ich bin immer bereit. Also, okay. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder wissen Sie, worum es geht? Allgemein? Nee, also über sowas habe ich gar keine Erfahrung. Wie funktioniert das denn? Ach so, okay, ich werde alles erklären. Es geht um Finanzmarkt, also. Für Aktivierung, also, Sie investieren 215 Euro, dann dieser Konto... 215 Euro? Ja, es ist nicht so hoch. Nach einer Woche also, oder nach einem Monat... Ja? Nach einer Woche oder nach einem Monat, Sie können dieses Geld verdoppeln. Wissen Sie? Verdoppeln? Ohne etwas zu machen. Ja, zu verdoppeln. Schnell? Wow. Ja. Und warum verdoppelst du das nicht für dich selber? Ich mache auch, ja. Es ist also schon 10 Jahre, dass ich mache Investitionen, bekomme genug Geld. Wissen Sie? Wow. Und deswegen rufst du Leute an, ne? Weil du genug Geld hast. Naja, meine Arbeit ist unseren also Kunden zu helfen, ja? Ach so, dass sie auch viel Geld verdienen können. Und dann, okay. Ja. Lass uns Aktivierung machen, ja. Zahlungsmethoden haben Sie? Ich zahle immer mit Bargeld. Oder Mastercard? Wie bitte? Ja, ich zahle immer mit Bargeld. Bargeld? Das ist eine Bankkarte? Nein, mit Bargeld. Weißt du, was Bargeld ist? Ach so. Okay. Und was für eine Zahlungsmethoden haben Sie? Visa-Karte oder Mastercard? Wie bitte? Ja, Bargeld. Wie bitte? Schönen guten Tag, Alan Bender hier am Apparat. Ich grüße dich. Ich könnte nicht verstehen. Können Sie noch einmal sagen? Alan Bender hier am Apparat. Ich grüße Sie. Ich bin der Manager vom Herrn Beck, mit dem Sie gerade eben gesprochen haben. Ach so, okay. Genau. Ich freue mich auch. Sie sind der Herr Meier? Nein, ich bin Herr Schnitt. Hans Schnitt. Hans Schnitt sind Sie. Ja, genau, ja. Ach so, okay. Und wo lag das Problem, Herr Schnitt? Also kein Problem. Also ich habe einfach so angerufen, um Ihnen zu helfen, dieses Konto aktiv zu machen. Ja? Mir zu helfen, oder wie? Ja, helfen, um dieses Konto zu aktivieren. Zum Beispiel haben wir eine Master- oder Visa-Card?
Haben Sie eine Master oder Visa? Haben Sie was Card? Wie bitte? Also was für eine Karte haben Sie, Master oder Visa? Was fragen Sie mich da? Was habe ich für eine Karte? Wie bitte? Was fragen Sie mich da, ob ich eine Master- oder Visa-Karte habe? Also, ja, für Aktivierung. Also, ja, Sie müssen ein Konto aktivieren. Ja, ja. Und für Aktivierung als Anfänger, Sie also müssen Investierung machen, ja? Und Sie investieren 215 Euro für Aktivierung. Genau. Ja? Genau, genau. Und genau. Und dafür brauchen Sie also Geld, ja? Und eine Karte, Bankkarte. Ja, oder PayPal oder Online-Banking oder wie ja, auch immer. Ja, ja, oder Online-Banking. Was haben Sie? Master, Visa, Giro, ich weiß nicht. Was haben Sie? Ich aktiviere kein Konto. Zum Beispiel, ich habe Mastercard, zum Beispiel. Ja. Und Sie? Was interessiert Sie das? Also haben Sie Mastercard? Nein. Und was für ein Card haben Sie? Wie heißen Sie nochmal? Ich heiße Hans Schmidt. Wie heißt nicht so? Ja. Wo ist Siegfried Meier? Ich muss mit Siegfried Meier sprechen. Wie bitte? Siegfried Meier. Mit dem muss ich sprechen. Also sie heißt Meier? Nein, nein. Siegfried Meier. Ist das ihr Kollege? Ach so, ah, okay. Okay. Alles klar. Was dann, dann können Sie also jetzt Aktivierung machen. Hallo. Entschuldigen Sie mal, wer sind Sie überhaupt? Wie bitte? Wer sind Sie überhaupt? Also ich habe schon gesagt, ja, ich bin Hans Schmidt, Ihr Kontoberater. Meine Arbeit ist, Sie zu helfen, dieses Konto aktiv zu machen. Dann können Sie viel Geld verdienen, zum Beispiel, wie wollen Sie verdienen, also monatlich oder wochentlich? Sie Hallo, hören Sie? Ja, ich höre Sie. Wie wollen Sie also Geld bekommen, monatlich oder wochentlich? Wochentlich, okay, super. Wochentlich. Dann können wir also Aktivierung machen, ja? Ja, natürlich. Wie aktivieren wir? Wie bitte? Wie aktivieren wir? Ah ja, und Sie haben nicht gesagt, also was für eine Zahlungsmethoden haben Sie, was für eine Karten haben Sie, Visa, Master, was haben Sie? Meine Wallet, Visa, Master. Sie haben Master mit Visa. Ich möchte mit Visa-Card möchte ich die Anzahlung machen. Ach so, Sie wollen mit Visa-Karte also ja, mit Visa-Karte. Okay, kein Problem. Nochmal, wie heißen Sie? Ich heiße Hans Schmidt. Ich sage das dritte Mal. Ja. Dritte Mal? Also, habe ich ja. Nicht verstanden. Haben Sie also WhatsApp? WhatsApp? Ja. Wieso brauchst du WhatsApp? Also, ich werde Ihnen also einen Link geschickt per WhatsApp und Sie müssen einfach so klicken darauf, dann Ihre Daten, also, okay, allgemein gibt es zwei Varianten. Ich mache selber bei der Seite. Wie bitte? Ich möchte die Einzahlung selber bei der Seite machen. Also, Sie wollen auf Ihre Seite machen, kein Problem. Dann werde ich per WhatsApp also einen Link geschickt. Also, nicht per Link. Von meinem Konto, ich möchte die Einzahlung machen. Also, hören Sie, also Sie müssen also Aktivierung machen, dann können Ihre Konto sehen in diesem Link. Wissen Sie? Das habe ich verstanden, aber die Einzahlung will ich nicht per Link machen, sondern per die Konto. Naja, okay, kein Problem, aber dieses Konto ist noch nicht aktiv. Darum habe ich Sie einen Link geschickt. Sie klicken darauf, dort schreiben Ihre also Daten und drücken welche Sie Daten? Also Aktivierung. Aktivierung? Ja. Mit Visa-Card? Jetzt also, oder? Ja, mit Visa-Card. Okay. Aber ich habe auch ein Wallet. Sie haben ein Wallet? Ja, habe ich ein Wallet beim Binance. Also Online-Banking, ja? Habe ich richtig verstanden? Nochmal?
Nochmal bitte. Haben Sie Online-Banking? Wie Online-Banking? Habe ich gesagt, ein Wallet. Habe ich ein Wallet? Ein Wallet, okay. Bitcoin-Wallet. Habe ich richtig verstanden? Haben Sie Bitcoin-Wallet? Okay, ja, super. Super, das weiß ich schon. Also wollen Sie also mit Bitcoin Wallet Überweisung machen? Ja, mit Bitcoin. Akzeptieren Sie okay, Ethereum, kein oder? Problem. Okay, kein Akzeptieren Problem. Akzeptieren Sie Ethereum? Hallo? Wie bitte? Akzeptieren Sie Ethereum? Ja, ja, wir können auch Bitcoin Wallet also Akzeptierung machen. Haha, wie bitte? Ich habe gesagt Ethereum, nicht Bitcoin Wallet. Nicht Bitcoin Wallet und wie? Wie wollen Sie das machen? Mit Ethereum. Ich habe 2000 Euro Ethereum. Mit Ethereum? Ja. Was ist das? Kennst du Ethereum? Was ist das? Ja, was ist das? Ja, das ist eine Karte oder was? Hallo? Das ist wie ein Katze? Was ist das? Können Sie mich hören? Ja, ja. Ethereum, kennst du nicht Ethereum? Ethereum? Ja, Ethereum, Hühnercoin, Dogecoin. Ja, ja, okay, Sie wollen Ethereum kaufen, ja? Kein Problem. Ja, ich habe Ethereum, kaufen oder hab ich überweisen. Gesagt. Ja, ja, kein Problem, wir können auch so machen. Hallo Mann, verstehst du mir oder nicht? Ja, ja, ich verstehe Ihnen. Okay. Okay, hallo? Moment. Hallo. Ja, ich höre Ihnen. Hallo, ich bin jetzt Kumpel, anderer Kumpel. Ich hab Karte. Geht, Maestro? Also, was für eine Karte haben Sie? Maestro? Maestro? Moment. Ja, geht Maestro? Also haben Sie Mastercard oder Visa? Hallo. 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 Hören Sie mich? Ja, Herr Barak. Hallo. Hallo. Sprechen Sie mit dem Herrn Barak? Also wie viele Menschen sind Sie? Ich verstehe nicht. Zuerst habe ich mit einem also Mann gesprochen, dann mit Herrn Müller, jetzt eine Frau. Wie viele Menschen sind Sie? Und wer wollte jetzt also eine Transe. Aktivierung machen? Wie bitte? 1000. Sie wollen 1000 Euro investieren? Ja. Kein Problem, jetzt sagen Sie bitte, was für eine Zahlungsmethoden haben Sie? Maestro, geht Maestro? Maestro, okay. Haben Sie Online-Banking oder nein? Ich sag Maestro, was für Online-Banking? Ja, ja, aber Maestro Kraft hat auch Online-Banking. Haben Sie? Ich habe auch Mastercard. Geht das vielleicht? Haben Sie Mastercard? Super. Ja, hab ich auch. Wie kann ich das machen? Also jetzt schicke ich per WhatsApp also einen Link. Dann klicken Sie darauf und dort gibt es einige, also, Zeilen, ja? Sie sollen also Ihre Daten hinzufügen. Zu aktivieren. Wie heißt diese Seite? Wie bitte? Wie heißt die Seite? Also jetzt ich schicke und Sie können das sehen, ja? Haben Sie WhatsApp? Buchstabieren Sie das. Warum schicken? Das lange Weg so. Einfach buchstabieren. Was ich soll buchstabieren? Ich verstehe nicht. Was haben Sie nicht verstanden? Wissen Sie nicht, was buchstabieren heißt? Ich weiß, das ist, was bedeutet buchstabieren, aber ich verstehe nicht, was wollen Sie, dass ich buchstabieren? Ihre Seite, Mann! Unsere Seite heißt Investbus. Ja. Wie? Jetzt haben Sie WhatsApp? Heißt Bus? Was für ein Bus? Investbus. Bus fahren? Nein, Investbus. Nein. Nein. Invest. Wohin soll ich invest? Also ich schicke. Haben Sie WhatsApp? Nein, Mann. Was für WhatsApp? Sie haben keine WhatsApp?
Nein. Ich habe eine Master. Geht das? Wie bitte? Geht das, eine Master? Ich habe eine Master. Geht das? Was für eine Karte ist das? Was für eine Karte ist das? Eine Masterkarte. Weißt du nicht, was eine Masterkarte ist? Was ist los mit dir? Masterkarte, ja, ich verstehe. Ja, Masterkarte habe ich. Willst du Kartennummer haben? Also wollen Sie mit das Mastercard machen? Ja, Mann, ich sag seit einer Stunde Masterkarte. Willst du meine Karte haben? Also, ich werde also per WhatsApp einen Link schicken. Wissen Sie? Was für WhatsApp? Ich habe keine WhatsApp. Haben Sie E-Mail, ja? Sie haben doch Ihre E-Mail-Adresse. Keine E-Mail. Meine E-Mail geht nicht. Aber wie kann ich also einen Link schicken, dass Sie also... Ich brauche keinen Link, Mann. Sie können mir das buchstabieren. Oder wie kann ich mit Masterkarte zahlen? Können Sie das also, für mich machen? Okay, ich kann das buchstabieren, aber Sie können also diesen Link, diese Seite können. Hallo, ich sag Ihnen, können Sie mir helfen? Ich möchte, okay. Machen ja, Sie das für ja, mich? Ja, ich kann Ihnen helfen. Ich habe eine Masterkarte. Soll ich Kartennummer geben? Also ja, Sie können auch also die zwei visuelle Seiten fotografieren und mir schicken, ja? Können Sie das machen? Warum schicken? Ich kann nur mal lesen. Warum? Okay, lesen, kein Problem. Moment. Ganz kurz meine Frage. Ich habe dir gesagt, ich habe kein WhatsApp. Warum fragst du mich jetzt ab? Wie bitte? Ja, was habe ich bitte? Egal, okay, egal. Können Sie jetzt also die Zahlen sagen? Ja, es fängt mit einer 3 an. Nein, es geht nicht, also. Masterkarte, ach so, okay, eine 5, Entschuldigung, eine 5. Mit Masterkarte fängt mit 4, okay. 4. Ja, 5. Nein, es geht nicht. 5. Machst du Spaß mit mir? Was für Spaß, das fängt mit einer 5 an. 5, 2, 3, 2. Moment, noch einmal. 5, 2, 3 dann. Also Sie haben also andere Zahlen gesagt. Nein, 5, 2, 3, 2 habe ich gesagt. 5, 2, 3, 2. 5, 3, 2. 3. 3. Dann. 4, 5, 5, 6. 4, 5, 5, 6. Dann. 5, 2, 3, 2. 5, 2, 3, 2. Dann. 4, 5, 5, 6. 4, 5, 5, 6. Also können Sie jetzt also noch einmal sagen, dass ich prüfen können? Genau, 5, 2, 3, 2, 4, 5, 5, 6, 5, 2, 3, 2, 4, bitte, 5, 6. Moment, langsam bitte. Ein bisschen langsam. Ich könnte nicht, also prüfen, Moment. 5, 3, 5, 3, 2, 3, dann. Genau, 4, 5, 5, 6. Wie bitte? Hörst du mich nicht? Bist du taub oder so? Moment, bitte. Hallo? Ja? Hallo? Hier, Nord? Ja. Also ja. Ich bin Vorgesetzte aus Einzahlungabteilung. Meine ja. Mitarbeiter hat mir geteilt, dass sie haben Mastercard und sie werden ihr Zahlen gesagt. Was ist für ein ja. Problem? Was ist Problem? Ich habe doch kein Problem. Sie haben ein Problem. Herr Nord, schauen Sie, das ist für unser Unternehmen einfach Zeitverschwendung. Wenn Sie möchten, ganz ehrlich das machen, bitte sagen die Zahlen und wir werden das in einigen Minuten machen. Genau, 5, 2, 3, 2. Das ist die Nummer, richtige Nummer von Ihrer Mastercard. Ja, ich lese doch vor. Also, die erste vierstellige Nummer ist 5, 2, 3, 2. Wissen Sie, ich sehe doch Ihre schon gesagte Nummer, das passt miteinander gar nicht. Sind Sie so hörte, Mann? Schönen Tag noch, tschüss.
Schönen Tag auch Ihnen. Der war ja mal geil. Ah, das gibt's nicht. Ey, mir tut alles so weh vom Lachen.